Leute, heute gibt es endlich wieder ein richtig cooles Baubattle gegen meine Freundin Hanna. Ihr seht schon, die springt da hinten gerade rum. Denn wir machen ein Baubattle, in dem wir ein Haus einmal in 10 Sekunden, dann 5 Minuten und 15 Minuten bauen müssen. Aber was sie nicht weiß, ist, dass ich sie pranken werde. Denn ich habe eine geheime Kanone, die mir einfach alles von ganz alleine bauen kann. Das wird so super lustig. Deswegen lasst jetzt unbedingt ein Like da, Leute. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal zu Hanna und fragen, ob sie bereit fürs Baubattle ist. Hanna, bist du schon da? Warte mal. Können wir anfangen? Ich möchte loslegen. Ich will das coolste Haus der Welt bauen. Ja, natürlich können wir anfangen. Du weißt, dass wir aber in 3 Stufen bauen. Es geht los mit einem Haus, was wir in 10 Sekunden bauen müssen. 10 Sekunden? Oha, das ist doch voll schwer. Ja, aber das, ich schaff das. Und ich gewinne. Let's go. Wenn du meinst, ja, dann lass mich erstmal schnell auf meine Seite. Oh, wenn sie wüsste, dass ich das auf jeden Fall gewinnen werde. Oh, sie wird keine Chance haben. Ja, Hanna, ich bin gleich fertig, ja? Wir können gleich anfangen. Okay. Leute, ich muss euch kurz was zeigen, bevor wir anfangen. Natürlich muss ich kurz alles bereit machen, denn ich habe hier meine geheime Kiste versteckt. Und in dieser Kiste befinden sich alle Sachen für das heutige Video. Und zwar haben wir hier die verschiedenen Baupläne. Damit können wir gleich die Häuser bauen. Wir fangen ja an mit dem kleinsten Haus. Das heißt, ich brauche erstmal die 3 Sachen und einen Bauplan. Okay. Und dann müssen wir jetzt Folgendes machen, damit die Kanone funktioniert, Leute. Müssen wir erstmal so einen Tisch platzieren. Denn wir müssen das Haus erstmal aktivieren. Dafür mache ich einen leeren Bauplan hier rein. Und dann brauchen wir das Mini-Haus. Das kann man in 10 Sekunden richtig einfach bauen. Dann drücken wir auf Bestätigen und schwupps, fertig ist der Bauplan. So, ihr seht schon, jetzt habe ich so einen Würfel. Das wird gleich das Haus. Und damit das Haus aber auch gebaut werden kann, müssen wir natürlich noch unsere Kanone platzieren, Leute. Das würde ich sagen, machen wir einfach mal hier hinten, ne? Das heißt, wir stellen die einfach hier hin. Oh, guckt euch diese coole Kanone einfach mal an. Daraus werden gleich Blöcke kommen und die werden mein Haus von ganz alleine bauen. So, damit die aber auch noch genug Blöcke hat, müssen wir so eine Kiste daneben machen. Perfekt. Und damit die Kanone schießen kann, braucht die auf jeden Fall auch noch Schwarzpulver. So, und sobald ich jetzt den Bauplan hier reinmache, fängt die Kanone an, das Haus zu bauen. Hanna? Ja, Lumi? Also, ich wäre an sich bereit fürs Baubattle. Können wir anfangen mit dem 10-Sekunden-Haus? Okay. Okay, ich ziehe jetzt runter und dann fangen wir an mit Bauen, okay? Okay, let's go! Okay, ich würde sagen, 3, 2, 1, los geht's, es geht los, Leute, der Timer läuft 10 Sekunden, jetzt schnell, 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 oh, und los, guckt euch das an, Leute, meine Kanone fängt an mit Schießen, oh, bitte, die Kanone muss sich beeilen, guckt euch das an, wie cool, sie baut mir ein komplettes Haus, Hanna, also mein Haus, ist fertig. Wie lange habe ich noch? Zeit ist schon lange um. Okay, so, fertig. Okay, Leute, so wie es aussieht, ist Hanna auch fertig. Aber war das nicht cool? Die Kanone hat mir einfach ein komplettes kleines Haus gebaut. Und das in unter 10 Sekunden. Ja, Hanna, ich würde sagen, ich komme zuerst auf deine Seite und schaue mir dein Haus an, okay? Okay. Okay, ich komme jetzt rüber. 3, 2, 1 und was hast du? Warte mal, das ist dein Haus, Hanna? Ja, und man kann sogar reingehen. Guck mal. Hier ist eine Tür. Oh, ich muss sagen, Leute, es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Sie hat halt in ihrer Farbe gebaut. Aber Hanna, eins muss ich bemängeln. Ich muss sagen, dein Haus hat ja nicht mal Fenster. Ja, aber ich hatte auch wenig Zeit. Das ist ein Zelthaus. Zelte haben auch keine Fenster. Oh Mann, Leute. Zum Glück war meine Kanone schneller und konnte noch Fenster reinmachen. Hanna, was ist, wenn ich dir sage, dass mein Haus Fenster hat, hä? Aber dann ist es doch voll klein. Wie voll klein? Nein, du wirst sehen, meins ist sogar fast noch größer als deins. Komm, lass uns mein Haus anschauen. Warte auf mich. Ich warte. 3, 2, 1 und gucken. Wir müssen ein bisschen laufen, also man sieht es kaum, weil es so klein ist. Aber ich verspreche dir, meins hat Fenster. Hä? Aber wie hast du das gemacht in der Zeit?
Also, ich weiß nicht, Leute, natürlich mit meiner Kanone, aber das weiß sie nicht. Ja, das ist mein Haus. An sich sieht's aus wie deins, aber meins hat Treppen als Dach, das ist besser. Und ich habe außerdem 1, 2, 3, 4 verschiedene Blockarten zum Bauen benutzt. Du hast nur eine Farbe benutzt. Siehst du, meins sieht viel schöner aus. Aber ich habe auch eine weiße Tür, also habe ich 2 Farben benutzt, genau. Ja, 2 Farben, aber du hast nur mit einem einzigen Block gebaut. Also ich finde ja, dass das 10-Sekunden-Haus definitiv bei mir besser aussieht. Ich finde meins besser. Schreibt das mal in die Kommentare. Na, ihr habt's gehört, Leute. Welches Haus findet ihr besser? Natürlich müsst ihr schreiben, dass meins besser ist. Ja, natürlich. Dann würde ich sagen, Hannah, lassen wir das Haus stehen und dann kommen wir als nächstes zum 5-Minuten-Haus. Und glaub mir, das werde ich auch gewinnen. Stimmt nicht, ich gewinne das. Let's go! Okay, dann geh du mal wieder auf deine Seite. Leute, natürlich werde ich beim 5-Minuten-Haus wieder mit meiner Kanone cheaten und die wird mir wieder ein richtig cooles Haus bauen. Das wird der Oberhammer. Dafür muss ich erst meine Kanone wieder platzieren, weil ich muss sie wegmachen, bevor Hannah sie sieht. Hannah, bist du an sich bereit für das nächste Baubattle? Ja. Ja, ich bin auch bereit. Ich suche mir gerade schon mal meine Blöcke raus. Okay, Leute, bevor wir anfangen, muss ich natürlich ganz kurz erstmal wieder meinen Bauplan benutzen. Dafür gehen wir einmal wieder auf den Tisch, machen einen leeren Bauplan rein. Und jetzt brauchen wir einmal diesen Bauplan. Und den konvertieren wir einmal. So, jetzt ist er fertig. Perfekt. So, dann muss wieder neues Schwarzpulver hier rein. Und jetzt müssen wir gleich nur noch unseren Bauplan hier reinmachen. Hannah, bist du bereit für Runde 2? Lass uns anfangen. Ich würde sagen, der Timer läuft. In 3, 2, 1 und 5 Minuten laufen ab jetzt. Okay, okay, Leute. Schnell Beeilung. Wir müssen den Bauplan reinmachen. Zack, zack, zack. Und los geht's. Meine Kanone fängt an mit Schießen. Es funktioniert. Leute, ihr seht, meine Kanone fängt an, ein Haus zu bauen. Seht ihr? Es fängt an, Gras zu machen. Oh Mann. Seht ihr, wie cool? Selbst Gras kann meine Kanone bauen. Wie cool. Hannah, wie sieht's bei dir aus? Fängst du schon an mit Bauen, hä? Ja. Aber ja. Du solltest nicht so viel reden. Du musst dich doch beeilen. Wir haben nur 5 Minuten. Ja, ich bin mich gerade wirklich am Konzentrieren beim Bauen. Bin ich gar nicht, Leute. Ich muss gar nichts machen. Weißt du, Hannah, dass ich schon fast fertig bin? Hä? Aber das waren nur noch keine 5 Minuten. Ja, du wirst schon sehen. Mein Haus wird sowieso das Beste. Oh, Leute, guckt euch an, wie schnell die Kanone schießt. Sie baut mir ein komplettes Haus von komplett alleine. Das ist ja so cool. Also, Hannah, ich will nichts sagen, aber ich glaube, dass ich das bessere Haus bauen werde. Nein, bestimmt nicht. Wenn du meinst. Oh, Leute, mir ist irgendwie langweilig. Ich habe ja gar nichts zu tun. Wie wäre es, wenn wir in der Zeit, wo das Haus gebaut wird, Hannah ein bisschen pranken? Und zwar habe ich eine Morph-Mod heimlich installiert. Damit kann ich mich in richtig viele verschiedene Mobs verwandeln. Wie wäre es, wenn ich mich jetzt beispielsweise einfach mal in eine Fledermaus verwandle? Und jetzt würde ich sagen, Leute, fliegen wir als Fledermaus einfach heimlich auf ihre Seite und gucken mal, was sie so gebaut hat, Leute. Ich hoffe, sie wird das nicht merken. Wir lunzen jetzt heimlich mal. Und was baut sie? Da hinten ist sie, Leute. Ich flieg mal zu ihr. Ich hoffe, sie wird mich nicht bemerken als Fledermaus. Was macht sie da? Sag mal, Hannah, wie weit bist du eigentlich? Ich bin schon beim Dach. Beim Dach, ja. Und wie viele Blöcke benutzt du? Bis jetzt 2. Hä, nur 2? Meins benutzt viel mehr. Leute, wartet. Sie sieht mich nicht. Wollen wir sie kurz pranken und ihr Haus kaputt machen? Wartet, ich hoffe, sie merkt das nicht, aber wie wäre es, wenn wir hier einfach... Wir werden einfach ein bisschen was kaputt machen. Zack. Jetzt schnell wegfliegen. Sag mal, Hannah, baust du denn auch sicher und gut? Ich habe gehört, seit dem neuen Minecraft-Update soll es so sein, dass wenn man Häuser nicht richtig baut, die in sich zusammenfallen. Was erzählst du denn da für einen... Hey, meine Glasscheiben sind weg und meine Blöcke. Ja,
ich sag doch, vielleicht hast du nicht richtig gebaut. Du musst dir, glaube ich, mehr Mühe geben, hä? Ich soll mir noch mehr. Okay, mach ich. Okay. Oh, Leute, das war ja lustig. So, die Zeit ist ja gleich um, Leute. Ihr seht ja den Timer. Ich würde sagen, wir gucken jetzt, wie weit unser Haus... Es ist gleich fertig. Guckt euch das an, wie cool. Die Kanone ist richtig fleißig am Arbeiten. Wartet, ich muff mich zurück. Zack, da bin ich wieder. Guckt, wie fleißig die Kanone ist. Oh, sie ist gleich fertig. Oh, guckt euch das wunderschöne Haus an, Leute. Wie cool sieht das aus? Mit richtig vielen Details, Leute. Wie cool. Die Kanone ist außerdem auch fertig, glaube ich, oder? Ja, fertig. Das heißt, wir stoppen jetzt die Zeit. Und zack. So, Hannah, die Zeit ist um. Ich bin fertig. Das bedeutet, du musst aufhören mit Bauen. Aber ich dachte, ich habe 5 Minuten. Nein, wer zuerst fertig ist, also ich bin fertig. Und ich glaube, dass mein Haus auf jeden Fall wieder besser sein wird als deins. Ich meine, Leute, guckt euch an, wie cool das einfach aussieht. Sogar mit einem kleinen Feuerplatz. Hannah, ich würde jetzt einfach mal rüberkommen und würde mir dein Haus anschauen, okay? Aber es ist auch noch gar nicht fertig. Ja, dann hast du halt Pech gehabt. Die 5 Minuten sind sowieso jetzt schon um. Von daher würde ich sagen, schauen wir uns jetzt dein Haus an. Ich komme jetzt rüber. 3, 2, 1, guck, da bin ich. Mensch, Hannah, was hast denn du da gebaut, hä? Ich hab ein Haus bauen wollen, aber das Dach ist nicht fertig geworden. Oh, hä? Wie peinlich. Du bist nicht mal fertig. Und was? Du hast nicht mal eine ordentliche Einrichtung, keine Dekoration, gar nichts, nicht mal Licht oder so hast du in deinem Haus? Ernsthaft? Das waren doch gerade mal 2 Minuten. Wie soll ich das denn alles schaffen? Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, meins sieht da besser aus. Oh mein Gott, Leute, ihr Haus sieht ja gar nicht cool aus. Das gewinnen wir auf jeden Fall. Ja, und außerdem gibt es auch einen Minuspunkt. Dein Dach ist ja nicht mal annähernd fertig geworden, Hannah. Ach Mann, das ist gemein, Lumi. Ich habe mir voll die Mühe gegeben. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal mein Haus an. Und dann können wir ja entscheiden, welches besser aussieht, okay? Genau, weil in der Zeit kannst du gar kein cooles Haus gebaut haben. Das werden wir ja sehen. Leute, sie wird gleich richtig überrascht sein, wenn sie mein Haus sieht. Ja, du darfst rüberkommen in 3, 2, 1, tada! Das ist mein Haus. Aber, hey, wie hast du das so schnell gemacht? Ja, siehst du, mit Blumen, mit einer Feuerecke, ganz viel Dekoration. Du siehst, ich habe sogar eine komplette Inneneinrichtung. Siehst du das? Ich habe ein Bett, eine Kiste, Bücherregale, einen Ofen. Alles, was man braucht, weißt du? Du schummelst doch! Du kannst das gar nicht so schnell machen. Doch, 5 Minuten ist doch voll viel Zeit, um so ein Haus zu bauen, Hannah. Ach, Mann. Ja. Egal, beim dritten werde ich gewinnen. Das sage ich dir. Wenn du meinst, Leute, ich glaube, ich genieße so lange meine Feuerstelle. Ich meine, Leute, ich muss eigentlich gar nichts machen, außer zuschauen. Das ging so schnell. Oh Mann, Leute, glaubt mir, Hannah ist schon richtig sauer. Aber beim dritten Haus, wo wir ganze 15 Minuten Zeit haben, glaubt mir, da werde ich richtig übertreiben mit meiner Kanone. Ja, Hannah, also, wenn du bereit bist, würde ich sagen, können wir glatt anfangen mit dem letzten Haus, ja? Okay. Okay, dann würde ich sagen, Leute, bevor wir anfangen, muss ich kurz wieder meine Kanone platzieren. Diesmal muss sie hier hin, zack. Dann wieder unsere Kiste. Dann müssen wir schnell vorbereiten. Wir brauchen wieder unseren leeren Bauplan. Und dann brauchen wir eine Villa und konvertieren. Jetzt dauert das ganz kurz und fertig. Schwuppdiwupp, das war's. So, okay. Bist du bereit, Hannah, für das nächste Haus und auch gleichzeitig für das letzte Haus, hä? Diesmal werde ich gewinnen. Du hast gar keine Chance. Wenn du meinst. Ich würde sagen, Leute, ich werde jetzt die Kanone anschmeißen und dann geht's los. Okay, Hannah, ich würde sagen, der Timer geht los in 3, 2, 1 und let's go, Hannah. Die 15 Minuten laufen. Fang an mit Bauen. Tu ich. Okay, Leute, jetzt ganz schnell unseren Bauplan reinmachen. Und go, Kanone. Ja, sie fängt an mit Schießen, Leute. Ja, sie fängt an, unser Haus zu bauen. Seht ihr? Und diesmal wird das sogar ein richtig großes Haus. Das wird eigentlich sogar fast eine komplette Villa, Leute. Und glaubt mir, die wird so krass. Dagegen wird Hannah absolut gar keine Chance haben. Das wird das krasseste Haus aller Zeiten, was man überhaupt in 15 Minuten bauen kann. Sie wird richtig staunen. Ihr seht, Leute, das wird so richtig cool mit Quarz und sogar
blauen Glasscheiben gemacht. Hanna, du wirst dich wundern, was ich hier baue in 15 Minuten. Ich sag's dir. Ich werde diesmal wirklich gewinnen. Ich gebe mir richtig Mühe. Sie gibt sich Mühe. Also da ich sowieso nichts zu tun habe und mich sowieso langweile, wäre es doch cool, wenn ich heimlich wieder auf ihre Seite gehe und sie vielleicht ein kleines bisschen pranke. Aber diesmal würde ich sagen, Leute, morphen wir uns in keine Fledermaus, sondern in eine kleine süße Babykatze. Denn Hanna liebt Katzen. Ich habe die Idee, Leute. Ich werde mit ihr ein bisschen schmusen und sie somit vom Bauen abhalten. Das wird eine richtig super Idee, weil ich weiß, sie liebt Katzen. Währenddessen baut meine Kanone ja mein Haus. Okay, was baut Hanna denn? Oh Mann. Sie baut ja auch schon. Aber sie macht wieder den gleichen Fehler. Sie baut wieder nur mit zwei verschiedenen Blöcken. Voll langweilig. Ich werde sie jetzt ablenken. Ich werde jetzt eine kleine süße Miezekatze spielen, Leute. Glaubt mir, das wird sie auf jeden Fall ablenken. Miau! Hä? Eine Katze! Miau! Komm rein! Los, Katze, komm in mein neues Haus! Miau! Komm mit! Leute, es funktioniert! Sie hat aufgehört mit Bauen. Ich muss sie aber dazu bringen, dass sie sich noch mehr um mich kümmert. Sie muss mich füttern oder sowas. Hier, bau mit mir mit, Katze! Miau! Was hast du denn? Miau! Nein, ich glaube, die Katze hat Hunger. Ich muss schnell... Wo kriege ich jetzt was zu essen her? Oh, Leute, es funktioniert! Wir lenken sie ab vom Bauen. Super! Ich gehe Lumi fragen, vielleicht hat er ja was zu essen. Lumi! Lumi, ich brauche deine Hilfe! Nein. Hanna, ich bin noch gar nicht fertig, du darfst gar nicht gucken. Lumi, ich brauche deine Hilfe, bitte. Nein, du darfst noch nicht rüberkommen. Oh Leute, sie wäre fast auf meine Seite gegangen, dann würde sie sehen, dass ich schummel. Wir müssen sie davon abhalten. Hanna, ich bin noch richtig beschäftigt mit meinem Haus drüben. Wenn du jetzt rüberkommst, würdest du gespoilert werden und könntest bei mir abgucken. Deswegen komm auf keinen Fall rüber. Och, Manno. Egal, ich kann mir doch einfach Fisch nehmen. Bitteschön, Katze. Oh, sie hat mir was zu essen gegeben, Leute. Meine Katze. Oh Leute, okay. Sie hat auf jeden Fall wieder aufgehört mit Bauen. Sie ist richtig abgelenkt. Das funktioniert ja super. Okay, ich muss jetzt aber weg. Wir müssen uns jetzt schauen, was unsere Kanone macht. Wie bekomme ich sie jetzt los? Verdammt. Ich habe eine Idee. Ich werde einfach runterspringen. Achtung, da ist die Kante. Du musst aufpassen, sonst tust du dir weh. Miau. Und runter, Leute. Und schnell morphen. Oh, ich habe mich in eine Fledermaus gemorpht und konnte mich Gott sei Dank retten. Das war ja richtig knapp. Ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was unser Haus macht. Boah, es ist schon voll weit. Die Kanone ist richtig am Ackern. Seht ihr das? Die gibt sich richtig Mühe und schießt Block für Block für Block und baut unser Haus auf. Ich glaube, Leute, dagegen wird Hanna keine Chance haben. Ich meine, guckt euch an. Ich habe jetzt schon eine schöne Terrasse mit einer Liege. Ich habe hier drinnen ein richtig cooles Haus schon mal mit schönen blauen Glasscheiben. Wir haben sogar hier einen kleinen Chillbereich. Oh, das ist viel besser als Hanna ihr Haus. Oh, das ist so cool. Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall nicht mehr so viel Zeit. Das bedeutet, die Kanone muss sich auf jeden Fall jetzt ein bisschen beeilen. Wie wär's, Leute, wenn ihr alle jetzt ein Abo da lasst? Vielleicht gibt die Kanone dann extra Power und wir kriegen ein noch cooleres Haus. Kommt schon. 3, 2, 1... Alle abonnieren. Ihr seid die Besten. Dankeschön. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gucken mal. Die Kanone ist auf jeden Fall schon über die Hälfte. Wir haben ungefähr schon so, ja, ich würde sagen so 60% geschafft. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was offen. Das Haus wird auf jeden Fall hammerstark. Ich bin dafür, dass wir Hanna nochmal kurz pranken und ihr Haus vielleicht nochmal demolieren, Leute. Und ich würde sagen, Leute, diesmal werde ich sie damit pranken, dass ich mich in einen Creeper verwandle und ihr Haus einfach zum Explodieren bringe. Dafür fliegen wir erstmal rüber als Fledermaus. Oh, ich merke, sie hat auf jeden Fall auch schon ganz gut gebaut. Aber Leute, es wird Zeit für ein bisschen Action. Und zwar morph ich mich in einen Creeper. Und jetzt heißt es explodieren. Und bam! Amy, mein ganzes Haus ist kaputt. Du blöder Creeper. Geh oh nein. Weg. Schnell, Leute, wir müssen schnell weg. Oh, sie ist richtig sauer. Wir haben richtig viel von ihrem Haus kaputt gemacht.
Oh Mann, das war richtig knapp, Leute. Schaut mal da hinten. Ihr Haus ist richtig kaputt. Sie will mich schlagen. Nein, wir müssen schnell wieder weg. Oh Leute, ich bin gerade wieder als Fledermaus davongekommen. Das war wieder richtig knapp, Mann. Aber habt ihr gesehen? Wir haben ihr Haus einfach richtig doll kaputt gemacht. Und was macht mein Haus? Mein Haus ist gleich fertig. Guckt euch das an, wie cool das schon aussieht. Ich meine, Leute, habt ihr schon mal so ein cooles, modernes Haus gesehen? Ihr seht, Block für Block wird hier platziert. Die Kanone leistet echt eine super Arbeit. Seht ihr das? Zack, 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 zack. Wie schnell das geht? Kanone, ohne dich würde ich das Baubattle echt niemals gewinnen. Du bist die Beste. Mann, Leute, seid ehrlich. Die Kanone ist schon echt hammercool, oder? Ich muss einfach gar nichts machen und kann einfach warten, während mein Haus da oben gebaut wird. So, das müsste auch gleich fertig sein. Seht ihr, der Pfeil ist gleich am Ende. Gleich ist es soweit. Hanna, wusstest du, dass die Zeit gleich vorbei ist und du gleich aufhören musst mit Bauen, hä? Aber ich hab voll... Das ist voll gemein. Bei mir kam Creeper. Hä? Ein Creeper? Das kann gar nicht sein, Hanna. Du suchst nur Ausreden. Weißt du, mein Haus wird sowieso besser aussehen als deins. Niemals. Selbst mit Creepern ist mein schöner. Oh, du wirst schon noch sehen. Oh, Leute, wenn sie nur eine Ahnung hätte, wie cool mein Haus ist. So, die Kanone ist auch gleich am Ende. Nur noch ein kleines bisschen. Komm schon, Kanoni, mach schneller. Oh, Mann, du musst dich beeilen, Kanone. Schieß schneller, mach schon. So, die letzten Blöcke werden platziert. Und? Oh, es ist gleich fertig. Ja, es hat gepiept. Es ist fertig. So, wartet, Leute. Stopp, Hanna, die Zeit ist vorbei. Du musst aufhören mit Bauen. Aber ich bin doch noch nicht fertig. Ja, also was soll ich sagen? Ich muss ehrlich sagen, dass ich aber schon fertig bin. Und die Zeit sagt auch, dass es zu Ende sein muss. Das bedeutet, du musst aufhören mit Bauen. Oh, Leute, ich bin so stolz auf mein Haus. Das sieht so cool aus. Ja, Hanna, das bedeutet jetzt, dass ich jetzt auf deine Seite kommen werde und mir dein Haus jetzt ganz genau anschauen werde, richtig? Okay, aber ich bin trotzdem gut. Ja, okay, ich schau mir's an. 3, 2, 1 und... was ist denn das für ein La... Mir wird ja richtig schlecht und schwindelig, wenn ich das sehe, Hanna. Was ist denn das für ein Ding? Das ist ein modernes, pinkes Haus. Komm mit, ich zeig's dir. Modernes, pinkes Haus? Leute, meins sieht ja tausendmal besser aus. Ja, Hanna, also mich gruselt's richtig, wenn ich hier drin bin, sag ich dir ehrlich. Hier oben schlaf ich. Da schläfst du. Okay, und was ist denn das für ein Dach? Das hat ja nicht mal Stützen. Das könnte ja hier einfach abfallen. Nein, moderne Häuser sind stabil. Und ich habe hier eine Glastür, um hier auf meinen schönen Balkon zu kommen. Ja. Na Leute, ich weiß ja nicht, was meint ihr von ihrem Haus? Schreibt's in die Kommentare. Also ich finde ja, meins sieht um tausendmal besser aus. Ich meine, Hanna, du hast ja gar keine Einrichtung hier drin. Nicht mal einen Tisch oder sowas hast du. Ist ja echt langweilig, Mann. Ich bin noch nicht fertig, habe ich doch gesagt. Ja, schade, dass ich schon fertig bin. Was hältst du davon, wenn wir uns jetzt genau mein Haus anschauen und dann entscheiden wir, wer gewonnen hat? Was meinst du? Okay, komm mit. Ja, okay dann, geh rüber, schaust hier an. Tada! Ey, du hast doch geschummelt. Hä, wie soll ich denn sowas schummeln? Das ist halt mein Haus, Hanna. Was soll ich dir sagen, hä? Du hast aber auch keine Inneneinrichtung. Das spielt keine Rolle. Weißt du, ich habe es zeitlich auch nicht ganz geschafft. Aber schau dir mal an, mit wie viel Detail ich mein Haus gebaut habe. Aus richtig schönen vielen verschiedenen Farben. Außerdem habe ich auch hier draußen ein paar schöne Sonnenliegen. Und ich habe hier eine schöne Chill-Ecke. Hä? Wo ist denn deine Chill-Ecke? Hä? Sag mal. Dafür habe ich 2 Etagen. Und du nicht. Weil man kommt hier nicht hoch. Ja, wie gesagt, es gibt immer überall ein paar Macken. Leute, das ist gar nicht so schlecht. Wäre es zu perfekt, wäre es zu auffällig. Eigentlich ist es genau gut so. Wir können auch nicht ganz perfekt bauen, sonst würde sie es direkt bemerken. Ja, Hanna, daran siehst du ja, dass ich nicht geschummelt habe. Hätte ich geschummelt, wäre das Haus ja perfekt, meinst du nicht? Aber ich fand mein Haus trotzdem besser, weil es pink ist. Dein ist braun und wie braun kannst ist... Wie kannst du deins schöner finden? Guck dir mal diesen Anblick an. Das ist eine monströse Villa, modern mit richtig coolen Sachen. Dein Haus sah aus, wie als hätte es ein 3-Jähriger gebaut. Oha, das ist voll gemein, Lumi. Ich rede nicht mehr mit dir. Ja, ich bin ja dafür, dass die Leute entscheiden in den Kommentaren, wer gewonnen hat.
Leute, ich denke, wir wissen alle, wer gewonnen hat. Schreibt jetzt in die Kommentare, welches Haus ihr besser fandet und wer gewinnen soll. Wenn ich gewinnen soll, schreibt alle Hashtag Lumi in die Kommentare. Und wenn Hannah gewinnen soll, schreibt alle Hashtag Hannah in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen haben sollte und ihr Lust auf mehr Pranks habt, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke und checkt natürlich meine Freunde in der Videobeschreibung ab. Und bevor ihr geht, müsst ihr einmal rechts hier drauf drücken. Da gibt's auch noch ein cooles Video, was ihr euch anschauen müsst. Kommt schon, drückt da drauf!